In dem heutigen Video kannst du mir beim Unterrichten live zusehen. Ich habe Tine bei mir, die ich das erste Mal unterrichten werde überhaupt. Ich werde sie screenen, mit meinen ganzen technischen Geräten ausmessen und ihr die ersten Instruktionen geben, damit sie besser und konstanter Golf spielt. Also bleibt dran, wir starten jetzt. Ich habe vor kurzem auf YouTube bzw. auf meinen Social Media Kanälen einen Aufruf gestartet und eine Person gesucht, die mit mir für die Golfsaison 2021 an ihrem Golfspiel, an ihrem Golfschwung arbeiten möchte. Das Bausig-Schwung-Projekt 2021. Es haben sich einige gemeldet, aber ich habe mich im Endeffekt dann für zwei Personen, nicht für eine, für zwei Personen entschieden, mit denen ich jetzt in diesem Jahr starten möchte und das auch filmtechnisch dir zu Hause zeigen möchte, was wir gemacht haben. Als erstes ist Tina dran und Tina hat eine ganz interessante Stunde mit mir gehabt und ich wünsche dir viel Spaß dabei. Tina, herzlich willkommen. Hallo. Bausig Golf Projekt. Du, schön, dass du da bist. Erzähl uns ein bisschen, wie bist du darauf aufmerksam geworden? Was sind so deine Erwartungen? Erzähl ein bisschen. Ja, danke. Freut mich, dass ich da sein darf. Bin schon ganz gespannt und aufgeregt, was mich da heute erwartet. Ich bin aufmerksam geworden auf das Projekt durch Instagram. Ja. Ich habe das einfach gesehen. Und habe mir am Anfang eher so gedacht, ja, soll ich mich da jetzt wirklich bewerben, weil ich meine, ich spiele seit 4 Jahren Golf und bin natürlich jetzt noch nicht so gut, dass ich mir denke, Christoph ist ja trotzdem eine Nummer, sage ich einmal. Und habe mir aber trotzdem gedacht, ich probiere es und freue mich jetzt, dass ich da bin, dass ich es geschafft habe. Okay, bei welchem Handicap stehst du jetzt? 20,1. 20,1. Was wir jetzt quasi machen, ist, wir machen jetzt eine komplette Evaluierung von dir. Okay. Das heißt, ich habe da hinten das Radargerät, da haben wir jetzt die Schlägerdaten. Dann sagen wir dann die Bodendruckwerte. Wir wissen dann, was du quasi mit deinen Füßen machst. Und die Füße, die du, was die Füße machen, die lösen ja viele Sachen aus, die oben im Schwung passieren nachher dann. Deswegen mache ich das. Dann werde ich noch einmal durchscreenen, den Körper durchscreenen. Das heißt, wie du, ja, wie soll ich sagen, wie du golferisch tickst. Ja. Und dann suchen wir uns deinen eigenen Schwung für dich, wie das am besten zusammenpasst. Okay. Das ist ein Test von, den habe ich nicht ich entwickelt, sondern der Mike Adams. Den machen wir jetzt durch und dann habe ich eine gute Idee davon, wie du greifen sollst, wie du dich hinstellen sollst, wie du all diese Sachen machst, okay? Ja. Anhand dieser Tests kann ich herausfinden, welcher Schwung für Tina natürlich ist, anhand ihrer anatomischen Voraussetzungen. Der Schwung wird sozusagen maßgeschneidert. Hier überprüfe ich ihren rechten Griff, der soll leicht nach rechts gedreht sein. Bei diesem Test geht es darum, dass ich die dominante Hüfte finde, ob sie links oder rechts das Gewicht verlagern soll im Rückschwung und sie macht das eher über die linke Seite, wie man hier sieht. Das heißt, sie sollte nicht so viel Druck am rechten Fuß verlagern, anders wie sie es tatsächlich dann ihrem eigenen Schwung macht. Hier bitte ich sie, dass sie festgehend das Paddel drückt und ich beobachte, wie viel sie ihr Becken dabei dreht. Das ist nicht sehr viel bei ihr, das heißt, sie braucht nicht sehr viel Hüftdrehung, um kräftig zu sein. Sehr interessant. Hier wird die Körpergröße mit der Armspanne gegenübergestellt und das sagt mir dann etwas aus über ihre Haltung und über ihre Armebene im Schwung. Das heißt, im Setup bist du eher mit Druck wo? Auf dem linken Fuß. Ja. Ist das gut? Ja, für dich schon. Okay. Weil du bist ein sogenannter Frontposter. Wir haben gesagt, deine linke Hüfte ist die dominante. Weil du bist ja bei dem Test vorher hast du ja. Also das wäre sehr ungewöhnlich für dich, dass du für den rechten Fuß hast. Okay. Das heißt, ich würde mir auch im Setup erwarten, dass das Gewicht links ist. Okay. Gut gemacht. Eine Eigenart bei Tina, wie sie ihr Becken bewegt und ihre Gewichtsverlagerung macht, ist, dass sie am Start ihres Schwunges gar keinen Druck verlagert auf den rechten Fuß. Sie ist sehr, sehr passiv, macht alles nur aus dem Oberkörper und aus den Armen. Und sie legt dabei auch den Schläger so richtig weg. Das ist dann ein Problem, was sie dann, mit dem sie dann zu kämpfen hat im Abschwung nachher dann. Dadurch, dass sie hier nichts, keinen Druck nach rechts verlagert hat, hier nicht rechts reingedrückt hat, hat sie jetzt nichts, wo sie nach links zurückgehen kann. Und man sieht dann bei ihr dann sehr schön auf den Druckplatten, dass sie dann im zweiten Teil beginnt, auf einmal fast 90% Druck auf den rechten Fuß zu verlagern. Das heißt, sie hat einen späten Sway, wie man sagt. Ja. Was darauf passiert ist, ist, dass der Oberkörper schon nach links drüber kippt. Ihr Schläger ist sehr flach und dabei geht sie dann in diese Position über und kommt so ein bisschen over the top. Zwar von innen an den Ball, schlägt auch Hooks, aber es ist keine sehr günstige Bewegung, weil sie einfach nicht mehr zurechtkommt, weil sie vorher im Boden reinschlägt. Ja. Du hast jetzt 96% am linken Fuß. Das heißt, du bist gegangen, gar nichts, rechts, links, okay? Okay, okay? Ja. Wir sind bei einem Slide. Ja. Okay, ein Slide nennt man das in der Fachsprache. Ein Slide, okay. Und ein Slide ist einfach etwas, wo ich sage, wenn du das machst, so aggressiv, und dann hast du einmal einen Boden vorher, einen Boden noch, du hast keine gute Kraft übertragen. Also ja. das ist was du nicht willst. Du siehst auch, dieser lange Schwung, den du da hast, dieser Overswing hier, ja. Ja, da kommt natürlich das auch deswegen, weil du natürlich die ewig Zeit gibst, dass du
dass du das machst. Du wirst ja merken, wenn wir das dann nachher ändern, wird der Schwung kürzer. Ja. Ein bisschen Griff geschaut, gell? Und dann haben wir gesehen, erstens mal die linke Hand war nicht wirklich stabil drauf. Ja? Du hast relativ lange Finger, ja, für eine Dame. Und hast eigentlich einen fast zu dünnen Griff gehabt eigentlich. Und der Interlock-Griff, also das eine, das hat auch nicht irgendwie passt, gell? Weil du eigentlich nicht so zusammengehen kannst, dass du dann eigentlich hier die Luftlöcher nicht wirklich abschließt. Okay, jetzt habe ich da einfach mal einen Herrenschläger für mir geborgt. Das heißt, Debeler Power, gell? Das kannst du durch meinen Herrenschläger jetzt für jetzt mal probieren. Aber das wäre sicherlich ein Thema, ob du dickere Griffe möchtest. Und wir haben dann auch experimentiert mit dem Overlap Grip, gell? Weil du eigentlich beim Interlocken Probleme hast, dass du nicht zusammenkommst. Und eigentlich gerade der Overlap Grip ist ja eigentlich für Leute gedacht, die eigentlich größere Finger haben. Und du hast gesagt, ja, es fühlt sich ungewohnt an. Ja. Aber ich fühle mich stabiler. Aber stabiler. Und, genau. Ja, was mir sofort aufgefallen ist bei Tina, ist, dass der Griff ja nicht sehr fest in der Hand ist. Sie hat den Griffdruck sehr, sehr leicht und man hat richtig das Gefühl, sie verliert ihn. Also ich habe ja sie gebeten, ihn etwas fester zu greifen. Man sieht auch bei ihr, dass da sehr viel Zwischenraum hier ist bei der vorderen Hand hier, bei der linken Hand hier, wo sie einfach keine gute, kompakte Position hier hat, wo sie den Schläger gut in der Hand hat. Ja. Sie verliert auch den Schläger beim Schwingen. Und gleichzeitig, wenn wir schon dabei waren, haben wir auch gleichzeitig die rechte Hand ein bisschen angepasst, gell? Dass die ein bisschen weiter unten drunter ist und dass das ein bisschen mehr hier in die Lebenslinie drin hier ist. Gell? Ja. So, und genau, und jetzt haben wir eine stabilere Position. Ja, gell? Auf jeden Fall. Genau, jetzt schlagst du ein paar Bälle. Okay, wie fühlt sich das an? Besser. Sicher gewöhnungsbedürftig, immer wenn du den Griff was machst. Ja. Aber du wirst sehen, in 3 Tagen ist das so, wie wenn du das nie was anderes gemacht hättest. Okay. Genau, sehr gut, danke. Und wenn wir jetzt schon dabei sind, ja, würde ich den Schlagflächenvektor dir hin, dass du sehen kannst, wohin zeigt der Schläger? Ah, links. Links, okay. Ein wirklich sehr, sehr häufiger Fehler, den ich sehe, und Tina hat ihn ja leider auch, ist, wenn man den Ball anspricht, ja, dann sehe ich extrem oft, ja, eigentlich viel öfters als das andere, dass der Schläger zu ist. Also das sehe ich sehr selten, dass es zu offen ist. Ich sehe fast immer, dass der Schläger nach links zeigt. Und das Problem an der Sache ist, wenn der Schläger stark nach links zeigt, dass der Ball natürlich nach links startet, wie es bei Tina jetzt oft der Fall war. Wenn die Schlagfläche geschlossen ist, können 2 Sachen passieren. Entweder wird man den Ball wirklich links starten lassen und weggucken, oder man bekommt es unterbewusst mit der Zeit und beginnt dann einen Öffnungsprozess durchzuführen. Und dieser Öffnungsprozess, der tut dir sicher nicht gut. Schau, einfach hier. So dran. So drehen. Ja. Und dann gehen wir das weg. Und das ist jetzt mal, mach einen Schwung einmal. So, das ist die Idee. Okay? Jetzt geht's gerade, ja? Hast du gesehen? So, nichtsdestotrotz. Ja. Müssen wir ein bisschen über die Druckverteilung reden. Ja. Okay, wir haben gesehen bei dir vorher, dass du aufgeschwungen hast. Bisher war gar nichts. Gar nichts. Also du hast nur aufgeschwungen. Sehr oberkörperarm dominant. Ist dir bekannt, ja? So diese Bewegung hier. So. Und dann hast du weiter geschwungen und dann ist das Oberkörper ein bisschen nach hinten kippt und dann geht der ganze Druck nach rechts und du hängst eigentlich mit fast 85% deines Drucks am rechten Fuß und dann hast du ganz aggressiv schnell wieder nach links wechseln müssen und das macht einen einfach wirklich Probleme. Ja. Dein Schläger hat sich gelöst zu früh. Ja. Das weißt du auch, ja? Ja. Und diese ganze Kombination einfach, die passt nicht ganz zusammen. Nicht. Okay, wenn wir das loswerden wollen, diesen Winkel zu früh wegschmeißen, muss das mit der Druckverteilung mal als Voraussetzung mal passen. Der Karton hier hat den Sinn, dass du jetzt auf dieser Matte hier rutschen kannst. Okay. So, und was du möchtest ist, dass du mal 2-3 Mal versuchst, einfach nur bis parallel zu schwingen, dass du mal weißt, wo ist parallel überhaupt. Okay, das ist parallel, also nicht, das ist nicht parallel, das ist parallel. Und bis du parallel bist, möchte ich, dass das passiert. Okay. Okay. Wärst du auf Eis, hättest du so Schuhe an, die nicht keinen Grip hätten, sollte das passieren. Genau, super, perfekt. Kopf, also du da mit dem Körper grau bleibst da. Und gib ihm. Genau, jetzt bist du links gewesen, das merkt? Ja. Jetzt warst du früher links. Aha. Okay. So, jetzt bist du hier. Das ist so ein kleines Hilfsmittel, das ich ganz gerne verwende. So, und das hat den Vorteil, das ist sehr, sehr gummiartig. Gell? Das gibt ein richtiges Gefühl, wenn du da reindrückst. Das heißt, die Aufgabe ist jetzt, wenn du hier bist, bei Parallel, möchte ich, dass du jetzt quasi da drauf drückst. Okay.
Genau, super. Okay. Okay. Machen wir den ganzen Schwung, einfach. Jawohl. Wow. Okay. Scheide, ja. Ja, ja, hast du gemerkt? Aha. Es wird der Schwung kürzer, gell? Ja, auf jeden Fall. Arg. Aha. Und damit du nicht vergisst, dass du rechts auf der Ferse bleibst, ja, gehen wir da rechts auf die Ferse auch noch was da hinten. Okay, okay, wie fühlt sich das an? Besser. Okay. Viel besser. Genau, sonst kommst du gar nicht in Versuchung, dass du das ausholst. Ja, voll. Ja. Druck rechts ein und dann bin ich beim Gewicht viel früher links als vorher. Ja. Und das fühlt sich komisch gut an oder gut? Naja, ein bisschen ungewohnt, komisch nicht. Ja. Komisch nicht, ne? Ja. Vor allem, weil ich mich nicht mehr so auf meine Hände konzentriere. Ein Riesenvorteil, gell? Ja, auf jeden Fall. Okay, das heißt, das wäre der erste Teil, wo ich sage, wenn du das in Ordnung kriegst, dann tun wir es leichter, die anderen Sachen zu machen. Mhm. Ah, okay. Okay, cool. Ja, der war geil. Cool, ja. Schau, und jetzt haben wir es geschafft, dass du erstmals den 3 Grad, fast 3 Grad abwärts den Ball getroffen hast. Okay. 2,8 Grad abwärts. Wahnsinn. Okay. Und du tust es quasi nur chippen gefühlt. Ja, gell? Du kannst genau nur das machen und hast fast dieselbe Geschwindigkeit jetzt schon. Okay. Ohne dass du jetzt gefühlt Gas gibst. Okay? Voll. Das heißt, das hat natürlich auch ein Riesenpotenzial. Ja. Später dann, wenn du diese frühe Druckverlagerung hast, aha, dass du dann mehr Power erzeugen kannst. Aha. Ja, voll cool. Also, vielen herzlichen Dank. Gell? Danke. Danke dir. Ja, war Wahnsinn. Super. Ja, Tina, also erzähl mal, wie war die erste Stunde mit Christoph gemeinsam? Wie sind deine ersten Eindrücke? Ja, es war, also bin positiv überrascht. Es war voll super. Der letzte, den ich getroffen habe, ich glaube so, dann habe ich schon lange keinen Ball nicht mehr getroffen. Also ich finde das voll super. Für mich war es eine Methode, dass ich sage, ich sehe einmal, was eigentlich wirklich, wie es halt wirklich ist, ja, weil es sind Fakten. Christoph, du hast jetzt das Bausig-Golf-Projekt gestartet mit deiner ersten Schülerin, der Tina. Wie waren so deine ersten Eindrücke? Wie hat es sich getan mit deiner Methode? Gib uns ein bisschen Einblicke dazu. Ja, war sehr spannend mit der Tina. Sie hat das sehr gut gelöst, finde ich. Sie hat da einige Sachen gehabt, angefangen vom Griff, Setup natürlich, haben sie ein paar Sachen. Typische Sachen in der Druckgewichtsverlagerung natürlich und im Aufschwung ein wenig Probleme. Und ja, wir haben einfach mal begonnen, dass wir die grundlegenden Sachen mal ändern heute und einfach mal schauen, dass ich sie in eine gute Richtung bringe, dass wir einfach dann darauf weiter später aufbauen können. Also ich habe es auch, denke ich, sehr gut umgesetzt. Ist nicht immer einfach, weil man muss sich das ja auch irgendwie vorstellen. Man hat ja auch als Golfer, muss man sich ja vorstellen, immer so eine eigene Welt, die man sich selber über Jahre gebastelt hat. Und dann komme ich daher und sage auf einmal was komplett was Gegenteiliges oder so, und dann muss man erst einmal das ein bisschen verdauen. Aber ich denke, sie hat das eigentlich in kurzer Zeit sehr gut umgesetzt und hat auch am Schluss dann auch sensationelle Bälle geschlagen.